Mann, hört die australischen Fans, die hier im Albert Park an die Strecke gekommen sind. Es ist ganz schön laut hier. Willkommen in Melbourne. Die Stimmung auf den Tribünen kann nur eines bedeuten. Heute ist Race Day. Wir melden uns vom Albert Park Circuit. Insgesamt 5,28 Kilometer auf einer Straße mit holpriger Oberfläche und einigen Bodenwellen. Um den See führen 14 Kurven und die besten Überholmöglichkeiten bieten sich in Kurve 1 und 3. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Joe, Tsunoda, Hülkenberg, Fernando Alonso, Sainz, Sargent, Perez, Albon, Frostbite, Gasly, Ocon, Hamilton, Oscar Piastri, Bottas, De Vries, Richter und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Jo, und damit herzlich willkommen zum Rennen aus Australien. Und ich muss mal gerade sagen, wenn ich mir die Ausstellung so angucke, gibt es tatsächlich einige Überraschungen da vorne drin. Gerade mit Sargent, De Vries, Jour. Das sind alles so Kandidaten, die eigentlich nicht da vorne stehen dürften. Oder wie siehst du das? Wahrscheinlich wegen Regen. Naja, ich glaube, das ist genau das, was ich meine. Dieser, du hast ihn genau in dem Moment getroffen. Du hast genau die richtige Strecke gefunden. Na gut, gehen wir mal rein. Ein bisschen Zeit hast du ja noch, deine Strategie auszuwählen. Ich werde rot-gelb fahren. Keine Einführungsrunde, das muss ich mir umstellen. What? Wir werden beide übrigens etwas mehr schweigen, weil wir gerade versuchen, ein bisschen zu konzentrieren. Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Wie ist dein Start eigentlich gelaufen, so ein bisschen? Aua, von der Seite. Och, KI, dankeschön. Wurde ein bisschen beschädigt. Sei vorsichtig. Der Fries hat mir meinen Unterboden kaputt gefahren. Thank you.
Konzentrier dich, wir müssen dranbleiben. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Der Unterboden wurde leicht beschädigt, aber es ist nicht so schlimm. Abstand zum Teamkollegen 12,6 Sekunden. Mach die Technik-Scheiße nicht mit dir, Alter. Hm? Ach, ich hab jetzt einen Scheiß und wechsel noch diese. Ja, bei mir. Ich habe jetzt die zwei Plätze, die ich eigentlich oder Halbplätze nicht gewonnen habe, schon wieder verloren, weil sich der Fries unbedingt vorbeidrängeln musste, mir dabei den Unterboden kaputt gefahren hat. Und wenn der Hamilton in der ersten Kurve nicht so stark gebremst, hätte ich wahrscheinlich noch ein, zwei Autos geholt. Wo liegst du momentan? Ich hab Seitenkastenschaden wegen Hamilton. Position? Wo ich liege, ist bei Konzentration. Du hast vorhin selber gesagt, mal ein bisschen Klappe halten. Okay. Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Auto vor dir beträgt 8,4 Sekunden. Thank you.
Achtung, Achtung! Okay, alles klar. Albon raus. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ja, ich kenne das. Boah, probier's nicht an der Stelle. Das war keine Absicht. Der Unterboden wurde sehr stark beschädigt. Das war aber mein Unterboden auch gerade mit. Ach, Mann, Ocon! Da findest du eine brandneue Rennstrategie. Sieh sie dir mal an. Alles klar bei dir? Mach dir keine Sorgen, Fehler passieren jedem Mal. Konzentrier dich einfach auf den Rest des Rennens. Toll, ey. Fertig, los jetzt. Der Stopp war nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Schwere Schäden am Unterboden. Wiederhole. Schwere Schäden am Unterboden.
Ach Gott, ey. Abstand zum vorausfahrenden Auto 0,8 Sekunden. Abstand nach vorne im Auge, 20,1 Sekunden. So wie noch ein Safety Car oder so, das wäre vielleicht toll. Was wird nicht mehr passieren? Ich drehe rund vor Ende. Benzin für etwa 400.
Abstand zum Auto vor dir? 28,8 Sekunden. Wir mit dem Benzin noch aus. Letzte Runde, los, letzte Runde. Naja, angekommen. Wow. Naja, wenn du gefühlt in der ersten Kurve direkt den Unterbund kaputt hast, dann wirst du doch abgeschossen, wenn du konntest. Duelle auf den Straßen von Melbourne gesehen und jetzt einen fantastischen Sieg. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Du musst diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Naja, egal, passiert. Das passiert so mal. Da drin war auch nicht super, ne? So wirklich. Gut, die Situation mit uns, da bist du mir halt hinten reingefahren, ja, weil ich das Gas kurz wegnehmen musste wegen der Kurve. Ich wär schon an dir vorbei gewesen nach der links-rechts, aber ich habe einen Quersteher gehabt. Sonst wäre ich okay. Da schon locker an dir vorbei gewesen. Ja gut, ich habe aber auch alles recht, mal gegenzuhalten, ne? Dass das natürlich dann so geändert ist, dass du mir da hinten drauf gefahren bist. Ohne den scheiß Flügelschaden im Qualifying wäre ich erst gar nicht in dem Verkehr da hinten gelandet. Dann ja, das ich an Ocon vorbei, da hat mir Hamilton den Seitenkasten kaputt gefahren.
Ja, bei mir war es halt, wie gesagt, De Vries, weil der unbedingt mit Gewalt an mir vorbei musste in der langgezogenen links vom zweiten Sektor, weißt du, wo die Schikane früher war. Da haut er mich dann um den Weg und dann war meine Seitenkasten, da gab es durch deinen Unfall, da war der schwere Schaden noch für da und dann schießt mich kurz danach noch Ocon weg aus dem Rennen. Das weiß ich nicht, also, ja. Aber Ocon ist halt Spezi. Der ist für immer für solche Dinge gut. Na gut, nächste Rennen ist Baku. Ob das besser wird, mal schauen. Bis dann.